Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben im letzten Video ja bereits das Konzept von Zufallsvariablen durchgesprochen und haben auch die Massen- und Verteilungsfunktionen kennengelernt. Und heute möchte ich mal den Begriff des Erwartungswertes vorstellen, der eben halt auf Zufallsvariablen definiert ist und mit dem man da sehr interessante Sachen machen kann. Wenn ich so eine Zufallsvariable x habe, das war ja immer eine Abbildung, die von Omega in Omega-Stern abbildet, also die sozusagen jedem Elementarereignis eine reelle Zahl zuordnet, und ich habe jetzt so eine diskrete Zufallsvariable, dann heißt dieser Term hier Erwartungswert. Wir schreiben auch e von x und meinen damit halt die Summe über alle Elementarereignisse der Zufallsvariable, und aufsummieren tun wir hier den Wert, den die Zufallsvariable annimmt, mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie diesen Wert überhaupt annimmt. Und das können wir mit Hilfe der Massenfunktion auch nochmal so schreiben, dass ich halt aufsummiere über die Elementarereignisse das Produkt zwischen dem Wert und dem Wert der Massenfunktion an dieser Stelle. Das Ding nennt man Erwartungswert. Und der Erwartungswert gibt an, welches Ergebnis man auf lange Sicht im Mittel erwarten würde. Also das ist nicht irgendwie zum Beispiel das wahrscheinlichste Ereignis oder sowas. Dafür gibt es einen anderen Begriff. Sondern das ist in gewisser Weise so, dass wenn ich dass dieses Zufallsexperiment jetzt ganz oft wiederholen würde, also ich das jetzt zum Beispiel, ich würde das jetzt 1 Million Mal machen oder so, und von all den Werten, die dann rauskommen, den Mittelwert bilde, dann wird dieser Mittelwert sehr nah am Erwartungswert dran liegen. Also der Erwartungswert gibt an, welches Ergebnis ich beim sehr häufigen Durchführen im Schnitt rauskriegen würde. Dabei kann es aber durchaus sein, dass der Erwartungswert nicht Element von Omega Stern ist. Das heißt also, das Zufallsexperiment diesen Wert nicht direkt erzeugen kann. Das ist vielleicht ein bisschen wenig intuitiv, aber das ist halt mathematisch erstmal kein Problem. Es kann also durchaus sein, dass ich Erwartungswerte habe, die beim Zufallsexperiment nie rauskommen können. Genauso gibt es eben halt auch diskrete Verteilungen, für die der Erwartungswert gar nicht definiert ist. Auch davon werden wir heute ein Beispiel kennenlernen. Da ist dann natürlich Schluss an der Stelle. Da kann ich dann nicht mehr weiterarbeiten, wenn dieser Term hier nicht definiert ist mathematisch. Gut, aber zuerst mal das Beispiel nochmal des fairen Würfelwurfs. Also ich habe diesen Würfel mit 6 Seiten und ich werfe den jetzt und ich interessiere mich für den Erwartungswert dieser Augenzahl. Dann ist das erstmal streng nach Definition die Summe über alle Elementarereignisse. Derer gibt es ja 6 Stück. Also ich summiere von i gleich 1 bis 6. Und zwar summiere ich auf über den Wert der Zufallsvariable mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie den annimmt. Also über i mal px von i. Die Wahrscheinlichkeit ist beim fairen Würfelwurf immer gleich, 1/6. Das kann ich also aus dieser Summe rausziehen, sodass ich hier halt noch die Summe von i gleich 1 bis 6 über i stehen habe. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Und dann, wenn ich das dann noch durch 6 teile, bin ich eben genau bei 3,5. Und das ist jetzt schon ein Beispiel für einen Erwartungswert, der selber ja gar nicht angenommen werden kann. Also der Würfel kann ja nicht 3,5 als Augenzahl zeigen. Er wird halt entweder die 3 oder die 4 zeigen, aber nicht 3,5. Also der Erwartungswert beim fairen Würfelwurf ist 3,5, obwohl die 3,5 selber natürlich nie angenommen werden kann. Ein zweites Beispiel, was ich durchsprechen wollte, ist das sogenannte Sankt Petersburger Spiel. Und das funktioniert so, dass man eine Münze so lange wirft, bis zum ersten Mal Kopf kommt. Und wenn ich diesen Kopf zum Beispiel beim ersten Mal erreiche, dann gewinne ich 2 Euro. Wenn der Kopf erst beim zweiten Mal fällt, gewinne ich 4 Euro. Wenn der beim dritten Mal fällt, gewinne ich 8 Euro. Und beim vierten Mal dann eben 16 Euro. Also mein Gewinn verdoppelt sich immer mit jedem Mal, wo ich eben halt Zahl werfe, bevor Kopf kommt. Und auch von diesem Spiel könnte man sich jetzt den Erwartungswert anschauen. Das wäre nämlich wieder nach Definition die Summe über alle Elementarereignisse, und die ist ja in dem Fall jetzt unendlich, ne, weil theoretisch könnte ich ja unendlich oft Zahl werfen, bevor das erste Mal Kopf fällt. Das alleine ist noch kein Problem, aber aufgrund dieser Definition, die ich hier getroffen habe, ist es eben so, dass ich diesen Gewinn von 2 Euro, das ist die Ausprägung der Zufallsvariable, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 erreiche und den Gewinn von 4 Euro mit der Wahrscheinlichkeit von 1/4 erreiche. Dazu muss ich ja beim ersten Mal Zahl und dann Kopf werfen. Die Wahrscheinlichkeit
multipliziert sich wegen der Unabhängigkeit wieder auf zu 1/4. Und beim dritten Mal würde ich ja 8 Euro gewinnen. Das passiert mit der Wahrscheinlichkeit 1/8 und so weiter und so fort. Also hier stehen im Grunde immer Einsen. Und die Summe über all diese Einsen ist natürlich unendlich hoch. Das heißt, hier habe ich einen nicht definierten Erwartungswert, der ist unendlich. Damit kann ich dann an der Stelle erstmal nicht mehr weiterrechnen. Okay, ein drittes Beispiel, was wir machen könnten. Wir hatten uns im letzten Video schon angeschaut, wie sich die Summe der Augenzahlen von zwei fairen Würfelwürfen verhält. Also wenn ich eben zwei Würfel werfe und die Summe bilde, dann können ja die Zahlen zwischen 2 und 12 rauskommen. Und das können Sie mit diesen Wahrscheinlichkeiten tun. Da gab es im letzten Video diese Tabelle aufgeschrieben, wo wir mal die Elementarereignisse ganz konkret durchgezählt haben, die dazu führen. Und da gab es eben halt diese Massenfunktion. Und wenn ich mir da jetzt den Erwartungswert anschauen wollte, dann müsste ich ja immer rechnen, dass ich diese 2 mit dieser 1/36 multipliziere, also immer x mal p von x. Und diese 3 mit dieser 2/36, diese 4 mit der 3/36 und so weiter und so fort, bis ich am Ende eben diese 12 mit der 1/36 durchmultipliziere. Das Ganze summiere ich auf. Und wenn man das eben halt tut, dann kommt da eben genau 7 raus. Also bei diesem, wenn ich diese beiden Würfel habe, die Augenzahlen aufsummiere, das als Zufallsvariable interpretiere, dann hat diese Zufallsvariable den Erwartungswert 7. Wenn ich das also ganz oft mache und den Mittelwert bilde, wird da sehr wahrscheinlich sowas wie 7 rauskommen. Das ist das, was der Erwartungswert mir aussagt. Wir können auch nochmal die andere Funktion uns anschauen, die wir beim letzten Mal betrachtet haben. Nämlich, da hatten wir gesagt, ich werfe diese beiden Würfel und ich interessiere mich für die kleinere der beiden Augenzahlen. Auch da hatten wir die Massenfunktion bereits hergeleitet, und weil durch einfaches Auflisten der Elementarereignisse sind wir dazu gekommen, dass die Massenfunktion sich so darstellt. Also die 1 ist natürlich am häufigsten, kommt natürlich am häufigsten vor, und dann wird es halt immer unwahrscheinlicher. Und auch hier würde ich jetzt streng nach der Definition des Erwartungswertes ja erstmal nur durchmultiplizieren. 1 mal 1/36 plus 2 mal 9/36 und so weiter und so fort. Und damit bekomme ich einen Erwartungswert von 2,53. Also auch wieder etwas, was so erstmal gar nicht angenommen werden kann. Als Elementarereignis zumindest nicht. Aber eben was, wenn ich das Zufallsexperiment sehr oft ausführe, also ich diese beiden Würfel sehr oft werfe und ich dann sozusagen den Mittelwert über all diese kleineren der beiden Augenzahlen bilde, dann wird das 2,53 sein. Gut, das war's auch schon wieder für heute für den Begriff des Erwartungswertes. Im nächsten Video möchte ich einige Eigenschaften durchsprechen, die dieser Erwartungswert so hat und die uns dann in Zukunft helfen werden, Erwartungswerte von Zufallsvariablen berechnen zu können, ohne dazu immer genau diese Massen- und Verteilungsfunktion genau kennen zu müssen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Auch wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, Kommentare oder Fragen oder Anregungen habt, dann postet die doch einfach unter dem Video. Ansonsten erstmal bis dahin. Ciao, ciao.